Good morning. มึงไม่ต้องอาย Good morning. นุสกะอีกัง Good morning. อีกังZeng und drei weitere Frauen werden im Langzeitdokumentarfilm Heartbound porträtiert. Sie alle sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie verlassen ihre Heimat und ihre Familie, um einen fremden Mann in Dänemark zu heiraten. Am Zürich Film Festival tun sich Kulturen vermischen. Wir haben uns mit der dänischen Regisseurin und ihrer thailändischen Protagonistin getroffen. In Thailand wir nur mehr Hilfe. Garden, we dance, we carry for. But if we get at the safe with her, not to have to Thai ban, not to have it moody to be careful, to we dance up with the ban. So Mai kommt aus einem ärmlichen Dorf im Norden von Thailand. Bildung ist dort nur zugänglich für die Reichen. Um ihre Familie finanziell können zu unterstützen, gehen die Frauen auf den Strich in Pattaya. Seit Somai ihre Vergangenheit als Prostituierte hinter sich gelassen hat, ist es ihre Mission, Frauen mit dem gleichen Schicksal zu helfen. Ihre Lösung, einen passenden europäischen Mann fürs Leben zu finden. Die Idee ist ein wichtig für mich. Ich will auch gerne wissen, auch so lieb die Dänse aller. Dann der auch so andere Länder von mir. Gib mir Teilnehmer. At we the ekun come ba for senior or for club or for ba kun or for ping. Did he again hin a tibet a see lit about baukun? And for you, what was your aim with the movie? Our film is in many ways about some of the very marginalized groups. It's about women from this poor region, but it's also about sex tourists who to talk about their situation. So it's in that way, I think the important thing was to look at some of the lives of humans in the world that we rarely hear and that there are a lot of prejudices about. And what can we learn from that as human beings in a more general sense about life and love and longing? Der Film zeigt intime Ausschnitte aus dem Leben von thailändischen Migrantinnen. Es wird aber auch klar, dass der finanzielle Anreiz zum Europäer heiraten überwiegt. Ob man das moralisch verwerflich finden soll, ist jedem selber überlassen. Heartbound läuft noch bis am Sonntag am Zürich Filmfestival.